Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind wieder in dieser Traumsequenz. Und müssen mit Fatih sprechen. Und das ist halt genau wie der Beginn des Spiels, ne? Ich frage mich, ob alles ist wie zu Beginn. Ich gehe mal hier um die Ecke, weil da waren ja diese... Ja. Es ist immer noch so. Wir haben auch hier wieder den Bären. Okay. Wow. Da ist auch wieder das Pferd. Ja, es ist wirklich alles wie zu Beginn. Das niedergebrannte Haus. Noch ein Pferd. Ja, wir wissen ja jetzt, was... Oh, das ist aber neu. Das war letztes Mal nicht, oder? Habe ich das letztes Mal einfach übersehen? Trotzdem sieht alles aus wie zu Beginn. Auf die Tatsache, dass er jetzt so aussieht, wie wir ihn... Ja. Na, sieh mal einer an, wer da kommt. Und mein Kind? Ich weiß, dass du es immer noch nicht gefunden hast. Du denkst, du weißt, was du tust, aber in Wahrheit irrst du immer noch im Dunkeln. Wie all die anderen auch. Leider. Das ist nicht wahr. Wir haben die Fackel und ich habe das Feuer gefunden. Hm? Ja. Das ist es, was du glaubst. Dabei wäre es doch so einfach, die Wahrheit zu erkennen. Zu begreifen, wenn du zwischen all deinen Heldentaten eines nicht verlernt hättest. Nämlich zuzuhören. Komm, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als wir da drin waren, das ist ziemlich unheimlich gewesen. Ein bisschen Angst. Puh. So. Komm, mein Kind, setz dich. Setz dich und lass uns der Stille lauschen. Warum, Liebling? Warum lügst du? Du weißt doch, dass Lügen eine Sünde ist. Und du weißt auch, in welche Position mich das bringt. Was willst du denn noch hören? Es ist unseres. Deines. Meines. Du machst mich unglücklich, weißt du das? Du machst mich sehr, sehr unglücklich. Letztes Mal. Von wem ist das Kind? Oh Herr, ist das der Lohn für meine Frommheit? All die Jahre habe ich mich aufgeopfert für diese Familie. Ich habe geschuftet, meine Träume vergraben. Und alles nur, damit sie ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch hat. Und nun... Nun betrügt mich mein eigenes Weib und trägt eine fremde Frucht im Bauch. Aber nein, das ist nicht genug. Sie verweigert mir die Wahrheit. Mir, ihrem eigenen Mann. Was soll ich tun, Herr? Sag es mir. Was soll ich tun? Natürlich. Natürlich, Herr. Ihr habt recht. Der Schöpfer hat zu mir gesprochen, Liebling. Ein Kind, das aus körperlicher Sünde entstanden ist, ist befleckt. Und deshalb werden wir es ertränken. Ja, so machen wir es. Sobald es draußen ist, kommt es in den Trog. Du bist ein Monster. Du bist ein verdammtes Monster. Wie bitte? Nein, ich... Es... Ich glaube, du hast gerade etwas gesagt, was mich sehr unglücklich machen würde, aber leider habe ich es nicht verstanden. Sei doch so gut.
Und sag es noch einmal. Was ist? Ich kann dich nicht hören, Liebling! Ich kann dich nicht hören! Und, mein Kind, wie fühlt es sich an, machtlos zu sein? Wie fühlt es sich an, zusehen zu müssen und nichts tun zu können? Okay, ich konnte nichts tun, ich konnte es noch nie. Nein, und jetzt kannst du es, nicht wahr? Aber uns bleibt keine Zeit mehr, mein Dummerchen. Ich muss nun gehen. Für immer. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen und ich brauche endlich wieder Fleisch. Blutiges, verbranntes Fleisch. Leb wohl. Ich kann nicht aufstehen, ne? Nein? Okay. Beim weisen Eremiten, was ist denn los mit dir? Hey, komm, aufwachen! Das Leuchtfeuer, wir müssen es entzünden. Was? Aber das werden wir doch. Wir haben die Steine. Und wir werden die Hohen damit bannen. Ganz egal, was dieser Korrekt dagegen zu unternehmen versucht. Und jetzt beruhige dich erstmal. Ist schon gut. Was ist passiert? Warum bist du hier? Ja, vor allem, warum bist du hier, nachdem du letztes Mal so ein Arsch warst, Hüstel? Weil... Hör her, das in der Silberwolke. Es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Die ganze letzte Zeit war... fordernd. Ich sag's mal so, und es ist einiges passiert, das mich ein paar Dinge hat hinterfragen lassen. Und die Sache mit Adila, die war einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Worauf ich hinaus will. Ich hab da unten viel Mist gesagt, den du nicht verdient hast abzubekommen. Also nochmal, es tut mir leid. Das würde ich gerne wissen, irgendwie, obwohl es vielleicht... Okay, stimmt es denn, was du dort gesagt hast, dass du mich für ein paar Groschen an Korek verraten hättest? Ach, Quatsch! Bitte, lass uns das nicht unnötig ausbreiten, in Ordnung? Du bist mir wichtig geworden, wirklich. Wichtiger, als mir eigentlich lieb ist, also sind wir wieder gut? Also gut, ja, wir sind mal, ne? Ich würde gerne das hier wählen. Ich hoffe, der macht das auch. Okay, deine eigene Schwester wollte dich umbringen. Ich glaube, das rechtfertigt eine ganze Menge. Wie geht es dir denn jetzt? Naja, ganz stimmt es nicht, aber okay. Nach dieser Aktion von mir fragst du mich, wie es mir geht? Eines muss ich dir lassen. Du hörst nie auf, mich zu überraschen. Aber, wie geht es mir? Gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich das mit Adila auch nur ansatzweise begriffen, geschweige denn verarbeitet habe. Derzeit versuche ich einfach nur nach vorne zu denken. Für Selbstvorwürfe, und sie werden kommen. Bleibt mir, nachdem wir diese Stahldings da entzündet haben, immer noch genug Zeit. Aber wie dem auch sei, Scharim und der Erzmagister wollten dich sehen. Es geht um den Numinos. Am besten du gehst zu ihnen, sobald du kannst. Okay, gut. Sind sie im Chronikum? Ja, so wie immer. Ach, und... eines noch, bevor du gehst. Kalia, das traurige Mädel. Was empfindest du für sie? Was? Freundschaft, schätze ich? Wieso? Interesse. Danke für deine Ehrlichkeit. Wir sehen uns dann später, ja? Und gib auf dich Acht. Du siehst nämlich ziemlich mitgenommen aus. Ja, wundert mich nicht. What the? Okay. Gut, dann gehen wir mal. Wobei, wenn es jetzt Tag ist, kann ich vielleicht jetzt mit den Händlern sprechen. Ich weiß, es ist ein bisschen antiklimaktisch, das zu tun, aber... Oh Gott, der Sonnentempel. Ich habe vergessen, dass der Sonnentempel sich ja immer gerne aufhängt, wenn man
durch Türen geht. Gucken wir mal. Lädst du? Lädst du im Hintergrund? Was haben wir denn jetzt? Wir haben 8.39 Uhr PM. PM ist ja wieder abends, ne? Dann haben die wieder nicht auf. Okay. Dann gehen wir mal ins Chronikum. Geht weiter. Sonst riskieren wir eine ganze Menge für so etwas wie den Hauch einer Chance. Ich weiß nicht, ob das unbedingt klug ist. Keine Chance ist besser als eine, so sagt man doch so schön. Und ihr solltet noch mit dem Großmeister sprechen, er ließ nach euch rufen. Ließ er das? Wie schön. Dann werde ich mal meinen heiligen Pflichten nachkommen. Schreitet wohl, Erzmagister. Da seid ihr ja. Und habt ihr euch gut erholt? Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen so lang schlafen sehen. Doch, das kann man. Ich habe es gebraucht. Wie ist die Lage? Den Umständen entsprechend. Die Truchesse hat die Hälfte unserer Arkanisten für die Stärkung des Torsiegels eingeteilt, was die Arbeit an dem Leuchtfeuer natürlich schwerer macht. Und darüber hinaus sind sowohl die Träume schlimmer geworden, als auch, dass uns immer mehr Berichte über Fälle von rotem Wahnsinn erreichen. Tragisch ist das. Wirklich tragisch. Okay, mehr Fälle des roten Wahnsinns? Ja. Bürger und Bürgerinnen verschwinden aus der Stadt und werden von unseren Kundschaftlern halb verhungernd und deliröses Zeug redend in der Wildnis wiedergefunden. Und das ist nicht alles. Sie sind extrem gewaltbereit. Achtet auf euch, wenn ihr unterwegs seid. Wirklich. Super. Noch mehr als sonst. Meint ihr die hohen Gewinn an Macht? Ja, zweifelsohne. Mit dem Beginn des Krieges hat sich alles noch einmal um ein Vielfaches verschlimmert. Fast als würde das Chaos den hohen Kraft geben. Ich weiß es nicht. Okay, wie geht es mit dem Leuchtfeuer voran? Mir wurde gesagt, ihr habt eine Fährte zu diesem Luminos gefunden. Naja, sagen wir haben eine Fährte zu einem Ort, wo wir Hinweise finden könnten. Aber am besten, ich beginne die Geschichte von vorn. Während ihr geschlafen habt, hat jemand versucht, in das Lager der Kaserne einzubrechen. Ein Sternling namens Kurmai. Kurmai? Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe ihm vor einiger Zeit mal einen Gefallen getan. Genau. Tatsächlich? Dann vertraut er euch vielleicht sogar. Das ist gut. Wirklich gut. Was war der Grund für den Einbruch? Tja, haltet euch fest. Er sagte, dass er nach Schattenstall gesucht hat. Und zwar, weil er seit Jahrzehnten an einem Luftschiff baut, mit dem er die vergessene Heimat der Sternlinge finden will. Vergessene Heimat? Ja, habt ihr noch nie davon gehört? Die Sternlinge glauben, dass ihre Urväter und Mütter an einem vergessenen Ort in den Sternen geboren wurden. Es soll ein Ort sein, wo es keinen Krieg oder Hunger gibt und wo alle in perfekter Harmonie zusammenleben. All die Technologie, alle Maschinen, die wir den Sternlingen verdanken, wurde ursprünglich entwickelt, um sie zu diesem Ort zu bringen. Hat etwas Nostalgisches, wirklich. Aber leider sind auch schon sehr viele Sternlinge auf dieser Suche gestorben, weil ihre Luftschiffe abgestürzt oder verschollen sind. Und gefunden hat die Stadt noch keiner von ihnen. Kurmai aber behauptet, dass er es könnte. Okay, was hat das mit dem Luminos zu tun? Dazu wollte ich gerade kommen. Wir alle hielten ihn natürlich erstmal für verrückt. Als die Garde ihn verhaftete, hat er gefleht und gebettelt. Er dürfe nicht scheitern, er sei so kurz davor. Im Gegensatz zu den anderen hat der Großmeister ihm zugehört. Und anschließend die Außenposten in Dünenhain kontaktieren lassen, um die Höhle ausfindig zu machen, in der der Sternling das Schiff angeblich gebaut hat. Tja, und die haben zwei Dinge festgestellt. Erstens, das Schiff existiert wirklich. Und zweitens, die alten Pläne, nach denen er es zum Teil konstruiert hat, ähneln denen des Leuchtfeuers. Sie ähneln ihnen? Dann haben die Ursternlinge ursprünglich das Leuchtfeuer entworfen? Das oder jemand, dessen Pläne schon die Ursternlinge für den Bau der Sternenstadt verwendet hatten. Egal, wie man es aber rollt, es heißt aber vor allem eines. Die Ursternlinge wussten von dem Leuchtfeuer und damit von dem Zyklus, den Hohn und der Läuterung.
Und ihr meint, sie könnten wissen, was der Numinos ist und wo wir ihn finden könnten? Sagen wir es so. Wenn es jemand wissen könnte, dann sie. Und ein Versuch ist es wirklich wert. Das bedeutet also, wir müssen diesem Komai helfen, das Schiff fertigzustellen und ihn dann bei seiner Reise zur Sternenstadt begleiten. Ach, stellt euch doch mal vor, das funktioniert. Was wir die Urväter alles fragen könnten, ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Okay, in anderen Worten, unser Ziel ist es, das Luftschiff gangbar zu machen, zur Sternenstadt zu fliegen und mithilfe ihrer Bewohner den Numinos zu finden. Simpel gesagt, ja. In Ordnung, wie gehen wir vor, ja. Erstmal solltet ihr zu Komais Werkstatt in der Pulverwüste gehen. Der Großmeister und ein paar Arkanisten sind schon vorgegangen. Wichtig ist, dass ihr vorsichtig seid. Die Nerimesen sind zwar nicht leichtsinnig genug, direkt vor dem Stadttor zu lagern, aber sie haben Außenposten auf ganz Enderal errichtet. Ihr beherrscht die Teleportmagie, nicht wahr? Nehmt diese Spruchrolle. Sie bringt euch ohne Umwege in die Pulverwüste. Ich muss jetzt weitermachen. Je mehr wir uns mit dem Leuchtfeuer auseinandersetzen, umso faszinierender wird es. Es gibt noch viel zu lernen. Okay, ja, schön. Ja, gescheitert der größte Eiersucher aller Zeiten, leider. Aber gut, das ist jetzt halt so. Das klingt aber ja jetzt, als könnten wir wieder in die offene Welt hinaus und als wäre sie nicht mehr, ne? Ihr wisst schon. Wir können wieder ganz normal reisen und sind nicht an den Sonnentempel gebunden, weil, beziehungsweise es macht jetzt auch wieder Sinn, rauszureisen. Vorher war es einfach von der Quest her sinnfrei, tatsächlich was anderes zu tun, als das, was uns gesagt wurde. Geht weiter. Uiuiui. Kann man hier eigentlich mit irgendwann reden? Hm? Nein. Ich werde einmal ganz kurz. So, wir müssen. Aha. Oh, so weit, okay. Koarik, Arantheal. Zwei Namen für dasselbe. Ich könnte natürlich. Okay, wir werden dann mal den Teleport benutzen. Das ist vielleicht am einfachsten. Ich habe ja sogar noch welche. Es ist ja nicht der einzige. Ah, da bist du ja. Und? Hast du es gefunden? Ja, hier. Aber pass gut darauf auf. Magister Aragorn hackt uns die Finger ab, wenn du es verlierst. Werde ich nicht. Keine Sorge. Hast du es gehört? Diese Frau, die mir seit kurzem in Erinnerung ist. Luka hat... Dass diese zwei Typen sich seit Wochen, die wir da schon unterwegs sind, immer über die gleiche Sache unterhalten können. Unglaublich. Das finde ich manchmal ein bisschen irritierend, dass solche Dialoge sich immer wieder wiederholen. Es ist halt... Ja, das ist eben halt der Nachteil manchmal bei solchen Spielen. Beziehungsweise, das hätte man dann wahrscheinlich irgendwie anders tun müssen oder so. Irgendwie der guckt. Jo, hallo. Ich bin hier mal eben vorbeigehüpft. Okay. Es ist Nachten. Ja, es ist Nacht. Wow. Oh. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit Nerimesen rumzuschlagen. Ist doch super. Warum benutze ich eigentlich die Feinstahlpfeile für die? Euer Platz ist nicht hier, Sonnenkind. Zu schade, dass ihr das erst jetzt bemerkt. Gucken wir mal, ob wir was looten können. Aber ich glaube, die haben nichts außer. Ihr
wisst nicht, mit wem ihr euch anlegt. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, nochmal in die Stadt reinzugehen. Oder eher nicht. Sondern, naja, aber das ist halt so blöd, ne? Hier mit den... Ihr und eure verdammten Götter haben die mir lange genug vergiftet. Ich versuche mal, mich hier hindurchzuschlagen. Wow. Ich glaube, das ist mal wieder... Wo ist sie denn? Nein. Hier. Zeit für Wirbelsturm. Yeah! Komm, Wirbelsturm, leg einen Zahn zu. Keine Ahnung, wo ich lang reite, aber ja, mit Wirbelsturm geht es ein bisschen flotter als zu Fuß. Hoffe ich. Wirbelsturm hat halt auch eine Ausdauerleiste, die irgendwann erschöpft ist. Ich weiß nicht, ob es hier diese Klauenreißer, Knochenreißer, die hier waren. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, wir müssen jetzt gleich irgendwo links abbiegen. Irgendwo muss es jetzt gleich mal links rumgehen. Wow. Nee, geh weg. Die Viecher hasse ich ja. Wow. Komm, galoppier. Galoppier, mein tapferer Esel. Ganz viele von den alten Liguria. Ist mir jetzt falsch? Wir müssen irgendwo hier links. Müsste irgendwo ein Weg sein. Ich sehe ihn nicht. Ach, da lang. Da lang ist, glaube ich, der Weg. Ja. Hier geht der Weg lang. Okay. Upsi. Kleine Sandgrube. Da wären wir beinahe reingefallen. Okay. Wow. Oh Gott. Pater Tolgans Haus. Okay. Was sind denn hier für lustige Dinge? Die Spinne habe ich glatt übersehen. Sowohl in Hand. Das klingt irgendwie wie eine Kneipe oder sowas. Mal hier. Das ist alles so strange. Ich weiß, das ist eine Wynnwurz. Die könnten wir sammeln. Im Augenblick reite ich jetzt einfach mal hier so durch. Sind irgendwo falsch abgebogen wieder mal. Glaube ich. Ist es? Komm, Eselchen, du schaffst das. Hänge fest. Ah, lass mich in Ruhe, Viech. Lass mich in Ruhe. Reite, reite, lauf. Lauf, Wirbelsturm, lauf. Keine Ahnung. Oh Gott, ich bin nicht auf dem Weg. Hier ist wieder der Weg. Keine Ausdauer offensichtlich. Ab und zu kann ich galoppieren, aber das ist auch nie lang. Deswegen, boah, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier lang reite. Komplett falsch. Karte? Ja, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich hätte irgendwo vorher schon rechts rumgemusst. Oh Gott. Kommen wir jetzt bestimmt nicht hin, oder? Oh Gott, das ist ein Tiger. Tiger. Da ist irgendwelches
Obwohl? Okay. Interesting. Das sieht so püreisch aus. Wenn ich hier abbiege und dann hier lang reite, könnte ich da vielleicht hinkommen. Okay, okay, okay. Ihr werdet Welche Verbrechen? Welche Verbrechen? Alter Verwalter. Au, das sind Besessene. Lasst ihr meinen Esel in Ruhe! Lasst meinen Esel in Ruhe! Oh Gott, Besessene. Besessene sind schlecht. Genau, lasst meinen Esel in Ruhe. Mann! Okay, was nehmen wir denn? Wir nehmen Lebensenergie, glaube ich. Wirbelsturm, geht's dir gut? Gott, Besessene. Was hat die denn? Mittlerer Rucksack. Den könnte ich mal mitnehmen. Der wiegt nicht viel und der bringt aber was. Okay, alles gut? Oh, Wirbelsturm. Guck so traurig. Ich muss dich alleine lassen. Oh, ich muss dich alleine lassen. Du kannst hier nicht mit rein. Bin ich ja mal gespannt, was der kleine Sternling uns zu sagen hat. Oh. Sind das... Okay. Prophetin, gut. Zeit. Folgt einfach den Gang hinunter. Der Sternling ist an Bord des Schiffes. Okay, gut. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich fand ja, die Sternlingsschiffe sahen schon beeindruckend in Nerim aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch cooler aussieht. Wow, wie geil. Okay. Wie kommen wir da runter? Das ist ein etwas längerer Weg hier durch, würde ich sagen. Ja. Folgen wir mal dem Weg, das könnte helfen. Das ist ja ganz bizarr hier. Diese Höhle ist ja gigantisch. Vor allem, wenn er das alles alleine gemacht hat? Kann er das doch nicht gebaut haben. Schau dich doch mal um. Das ist doch unglaublich. Stimmt schon. Aber diese Stahlspinnen scheinen ihm dabei kräftig unter die Arme gegriffen zu haben. Mit genügend davon könnte er vermutlich sogar den Sonnentempel nachbauen. Okay. Besser wäre, er würde seine Maschinen dazu verwenden, uns diese Nirenese. Na, jetzt ist natürlich hier... Was? Nirenesischer Magier? Ah, ihr. Uns wurde gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr stammt doch aus Nerim, oder? Ja, warum? Ach, nur aus Interesse. Die Sternlinge aus Anku dort haben angeblich auch ein ähnliches Schiff gebaut. Wusstet ihr das? Ich bin gespannt, ob sie es tatsächlich damit in den Himmel geschafft haben. Faszinierende Technologie ist das wirklich. Wenn Lishari das nur sehen könnte. Okay, ach so, ja, das ist einer von den Magiern, die mit dem Großmeister, mit Thealor gekommen sind. Deswegen, ich hatte gerade gedacht, wieso ist da ein nirenesischer Magier? Aber das ist ja richtig. Ist ja alles gut. Okay, ja, dann... Du bist kein... Habt ihr es schon gehört? Angeblich ist eine Gesandte des Zuckbundes gerade hier. Und das trotz der Kriege. Diese Kilenen haben Mut, also muss man ihn lassen. Korrekt. Und jetzt bring ihm ein neues. Und zwar zackig. Okay, gut, ich werde jetzt gleich mit ihm reden. Das mache ich dann aber hier für euch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.